Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Watch Dogs. So, wir machen direkt mal weiter mit der Kampagne, müssen dafür aber ein kleines bisschen fahren. Und zwar, was haben wir denn hier? Oh, hier ist ein Verbrechen erkannt. Okay, dann versuchen wir mal dahin zu kommen. Mal gucken erstmal, was wir da haben. Wir müssen sowieso in die Richtung. Schnappen wir uns einfach mal dafür das Auto hier, oder? Ist ja egal. So, wo lang? Ah, okay. Aus dem Weg. Vorsicht. So, mal alle Ampeln schön freischalten. Zack. Das gibt immer ein schönes Verkehrschaos. Oh, wir sind hier. So, mal gucken, was uns erwartet. Ich muss den Kerl schnell finden. Aber er darf nicht misstrauisch werden. Ah, okay. Dann tun wir mal die Pistole weg. Haben wir hier irgendwie... Verbrechenwahrscheinlichkeit. Ah. Verdammt. Okay, wir hätten uns besser verstecken sollen. Und vielleicht hier mit so einer Kamera. Hier, die wäre wahrscheinlich perfekt gewesen, um den auf frischer Tat zu ertappen. Ja, was mit dir? Football Coach an einer Highschool. Alter 32, Callcenter Mitarbeiter, Einkommen 23.000. Bankkonto, Kontowert 200, Zugriff über Geld, Automaten. Okay, vielen Dank. Na gut, dann machen wir uns mal auf den Weg zur Kampagne, wenn hier jetzt nichts in der Nähe ist. Obwohl, hier ist ja direkt ein Geldautomat. Warte mal. Gucken wir mal, ob wir jetzt von dem das Geld abholen können. So, hacken wir uns da mal rein. Abgehobenes Geld, 200. Ah, okay, das hat er jetzt automatisch gemacht. Das ist gut. Ich wollte gerade sagen, sind die ein bisschen... Warum fährt denn der nicht einfach rum das Auto rum? So, okay, dann fahren wir jetzt weiter zur Kampagne. Großer Bruder. Fahrtkamera bin ich noch nicht ganz so zufrieden, wenn wir jetzt nach rechts fahren. Also jetzt folgt die uns, aber wenn wir jetzt hier stehen und einfach so wenden. Okay, jetzt geht die mit eben, ist hier einfach stehen geblieben und wir haben gar nicht gesehen, wo wir hingefahren sind. Na gut. So, wo war noch mal nach hinten gucken? Das ist Hupen. Was haben wir jetzt gemacht? Habe ich den Wagen... Ah, okay, hier kann ich nach hinten gucken. Gut. Verbrechen erkannt. Oh. Bei mir ist Bürgermeister Rushmore. Vielleicht einer der mächtigsten Bürgermeister des Landes. Versuchen wir mal, das Verbrechen zu... gerade über Meinungsumfragen. Aufzuklären. In Chicago leben die besten Menschen der Welt. Weg da. Aus dem Weg. Für Sie und Chicago arbeite. Meine Politik? Ja, Bürgermeister, können wir darauf zurückkommen? Ich würde gerne über die Umfragen reden. Viele Kritiker meinten, dass die Umfragedaten... Können wir hier abkürzen? Nee, können wir nicht. Okay, ist ja gut, wir fahren hier lang. Okay. Ich verstehe, dass es um Transparenz geht, die den Menschen sehr wichtig ist. Aber letztendlich haben die Wähler entschieden. So, warum... Ach, jetzt hört doch auf. Frage, die zählt. Weiter mit Bürgermeister Rushmore. So, das Verbrechen ist jetzt hier. Ganz in der Nähe. Dann steigen wir diesmal mal hier aus und gucken mal, ob wir hier irgendwo... Muss das denn wirklich sein? So, wo haben wir hier Kameras?
Können wir hier von hier vielleicht? Na toll. Vorgeschlagene Aktion, beschatten, okay. Kauft regelmäßig Hentai online, oh super. Kommt mal hier rüber. Hey, Freundchen. Hier ist etwas von Lucky Quinn für dich. Eingreifen. Okay, eingreifen. Oh Gott, nein, Hilfe! Oh, ich versuch dir, ich komm. Überleg dir das nochmal. Sieh dich! Da komm schon. Ah, Mist. Den kriegen wir. Oh, ganz schön schnell, das Börchen. Ach, warum bist du nicht durch die Tür gegangen? Vollidiot. Okay, das mit dem Ziel muss ich noch ein bisschen üben. Jetzt aber. Haha. Verbrechen neutralisiert. Ruf verbessert. Okay, sehr gut. Können wir noch irgendwas machen? Registrierter Sexualstraftäter. Das macht er nie wieder. Oh. Ja, man darf auch nicht vergessen nachzuladen. So. Okay, jetzt brauchen wir kein Auto mehr. Jetzt sind wir auch nicht mehr so weit weg von der Kampagne. Ist wirklich sehr schön hier gemacht, also sehr lebendig hier. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, die Texturen, ja, das wirkt alles so ein bisschen matschig. Also da hätte man mehr machen können. So, Schwachstelle erkannt. Nein, ich wollte doch das Tor hacken. Habe ich irgendwem Geld aus der Tasche gezogen. So, Mission wird gestartet. Akt 1, der große Bruder. Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Nikki. Bin ich soweit? Bei Jacks letzter Party sang Lina ein schiefes Happy Birthday. Laut und hemmungslos. Jetzt fürchte ich die Stille. Okay. Und dann mal auf zur Party. It's Party Time. Schauen wir mal, was für eine Stimmungskanone wir sind. Können wir hier rein? Na, natürlich nicht. Gut, dann gehen wir durch den Garten. Okay. Ganz cool und lässig. Wie alt warst du heute? 10. Nein, du bist noch 9. Nein, 10. 9. 10. 9. 10. Gut. Wenn das so ist, gibt's 10-mal Geburtstagskitzeln. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Warte mal bitte. Also, ein ganzes Jahr und... Zu spät. Ja, tut mir leid, Nick. Wirklich. Komm her. Lass dich mal ansehen. Du wirkst älter. Ah, nett. Vielen Dank auch. Ist sein erster Geburtstag ohne Lina. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, das sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das.
Jax. Hey. Ich komme zu spät. Kriege ich eine Umarmung? Wow. Bist du groß. Hey, was hast du denn da? Wow, der Heiler. Cool. Hast ihm was Echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch, ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich komme sofort nach. Das ist wichtig, dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich verspreche es. Du und Jax, ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Stets der große Bruder, hm? Das letzte Mal, als ich hier war, war Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Wie wir alle. Okay, dann gehen wir mal rein. Du hast das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jax war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer und ich war der einzige Gangster, aber ich war echt böse. Und hab's ihnen gezeigt. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Nikki an. Ich weiß noch, du und Mommy wart furchtbar krank. Aber Dad bestand drauf, sein Sohn muss eine Geburtstagstorte bekommen. Das Ding war einfach abscheulich. Verbrannt und windschief. Genauso war Dad immer. Er hat nicht alles richtig gemacht. Aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige, ich plappere. Telefon. Ehrlich? Ach, nein, nein, ich will sie nicht unterbrechen. Wer ist denn da? Glauben Sie, die Nummerunterdrückung schützt sie? Ich weiß nicht, was daran komisch ist, aber die Polizei wird sicher nicht darüber lachen. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Hören Sie? Gehen Sie raus. Treffen Sie Leute. Leben Sie. Rufen Sie mich bitte nicht mehr an. Was sagten Sie? Hören Sie, die Polizei kann den Anruf verfolgen. Okay. Ich weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Fühlst du dich sicher, Nikki? Ach du meine Güte. Was das denn? Wer war das? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. Sowas kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und, hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch. Es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal, ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nikki? Ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser, ich gehe. Ja, das ist eine gute Idee. Verarscht Leute am Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Da bist du ja. Okay, wir haben ihn. Den Drecksack werden wir auf jeden Fall. Mist. Er will abhauen. Oh nein. Rein ins Auto. Oh, einsteigen, bitte einsteigen. Und ich mache hier Pause und sage vielen Dank fürs Zusehen, denn diese Folge ist jetzt zu Ende. Und in der nächsten Folge
geht's dann direkt spannend weiter und wir werden diesen Mistkerl kriegen. Das macht er nicht mit uns und unserer Familie. Vielen Dank. Ich bin NoDashPro. Ciao, Leute.